Mein Name ist Daniel Benitsch, ich bin Inhaber und Gründer von Dopamin Motorbike Tours. Ich bin auch als Tourguide aktiv in Kroatien logischerweise und habe mich mit dem Thema Gepäcklösung für meine BMW R90 auseinandergesetzt. Ich halte ziemlich doll an diesem Motorrad fest, weil ich es so lieb habe. Ich weiß, das ist nicht das perfekte Tourenmotorrad, aber was soll's. Man hat so viel Freude dran. Ja, ich habe hier zwei Tankrucksäcke. Einmal den Tankrucksack von BMW Motorrad, der speziell für die R90 gemacht worden ist, den ich sehr, sehr schick finde und auch diese Retrowelle ganz gut trifft. Und dann haben wir diesen Tankrucksack von SW Motec, die Pro Edition. Und den finde ich insbesondere gut, weil er sehr, sehr praktisch ist. Er sieht auch gut aus, finde ich, aber ist natürlich nicht so auf dieser Retrowelle unterwegs, ne? Kleiner Spoiler-Alarm, ich habe mich für diesen hier entschieden. Und warum, erkläre ich gleich noch. Und zwar dieser hier, der von BMW, der wird mit einem Tankriemen quasi auf dem Motorrad montiert. Zeige ich gleich nochmal auf dem Bild, wie das Ganze aussieht. Und wird dort eingehakt und ist bombenfest auf dem Motorrad drauf. Der Nachteil ist, es ist ganz schön viel Gefummel. Also erstens muss man diesen Tankriemen erstmal auf dem Motorrad befestigen und hat dort diese Straps und man muss den Sitz abbauen und einrasten, einhaken und es ist alles ein bisschen umständlich. Dazu kommt noch, dass sich unter dem Tankriemen ganz gerne mal Partikel, Steinchen, Staub und sowas sammelt, die dann den Tank sehr wahrscheinlich zerkratzen auf Dauer, wenn man länger unterwegs ist. Und ja, und vor allem, ich habe Situationen, dass ich zum Beispiel mein Motorrad waschen möchte, müsste ich das ganze Ding wieder abbauen, abmontieren, Sitz ab und an aufbauen und sowas, das ist ganz schön umständlich. Und deswegen habe ich mich zu guter Letzt einmal wegen der absolut wahnsinnig guten Praktikabilität und ich finde die Optik ist auch gut von dem Teil hier, klar nicht retro, aber total schick und mega, mega praktisch, durch diesen quasi Aufsatz hier, der einen Tankmechanismus hat, das zeige ich gleich noch am Motorrad, wie das genau läuft. Und von der Füllmenge sind die ungefähr gleich, man kann diesen hier auch noch herausfahren, also quasi vergrößern, indem man den Reißverschluss hier nimmt und quasi aufmacht und dann kann man den erhöhen und das Tankvolumen noch öffnen. Was ich da reinbaue und was ich da reinsetze in dieses Teil, zeige ich gleich nochmal. So, und so sieht die SW Motec Tasche dann von innen aus, was hier auch ganz cool ist vom Detail. Da sieht man, dass hier so ein kleiner Öse ist, wo man quasi so ein Mini-Schloss durchmachen kann, wenn man das möchte. Ist auch ganz nett. So, also, Tasche geht auf. So sieht das Ganze von innen aus. Wir haben hier oben ein Fach, wo wir quasi unser Portemonnaie zum Beispiel reinlegen können. So. Und mache ich das mal zu. Dann habe ich außerdem hier die Drohne, mit der ich noch arbeite. Die habe ich auch stets dabei, damit diese ganzen schönen Aufnahmen entstehen, die wir auf meiner Webseite sehen können. So, die Drohne kommt hier rein und zwar mittig. Mache ich dann so auf und habe einen Schnellzugriff drauf, wenn ich sie brauche. So, als nächstes kommen die beiden Akkus, die ich hier an die Seite packe von der Tasche. Dann habe ich hier noch diese Stative, die ich auch benutze, wenn wir irgendwo mal Halt machen. Die lege ich hier so an die Seite rein. Da passen die nämlich ganz gut rein. So. Und hier Zitrone rein. So, jetzt muss ich das hier abnehmen. So. Da passt es doch so am besten rein. Und jetzt haben wir hier die Sonnenbrille oder Brille. Die kommt natürlich auch mit, klar. Legen wir hier vorne am besten rein. Eine Powerbank noch. Kommt hier an die Seite. Und die zweite Powerbank kommt hier hinten in die Ecke rein. Oder nehmen wir am besten die große hier an die Seite. Passt ja super so längst rein. Und die kleinere hier unten rein. So, zu guter Letzt habe ich noch einen kleinen Kopfhörer. Packe ich auch an die Seite. Und meine Insta Action Cam. Kommen wir ins kleine Tuch hier rein. Na komm schon. So. So, die packen wir dann hier an die Seite. Und das ist die Fernbedienung von der Drohne. Die können wir sogar mit. Ja, wobei die Steuerknüppel machen wir kurz ab. So. Und die kommt dann quasi hier rein. So, so sieht dann meine gepackte Tasche aus. Wenn ich sie zumache,
das ist mein ganzes Technik-Equipment quasi, was ich auf der Drohne dabei habe. Das Handy kommt an den Quadlock vorne, an den Lenker dran. Und das Coole daran ist, ich kann diese Tasche jetzt hier noch vergrößern. Wenn ich jetzt noch Platz bräuchte, was ja in meinem Fall gar nicht zutreffend ist, mache ich hier diesen Reißverschluss auch komplett und zack ist die Tasche expanded quasi. Da sind noch ein paar mehr Liter jetzt Stauvolumen drin. Jetzt plüpst das alles durch. Mach nochmal auf. So sieht das jetzt aus. Also es ist nochmal mehr Platz drunter, wie man sehen kann. Alles schnell zugriffen, links, rechts eine Tasche, oben ein Fach. An der Seite sind übrigens auch noch so kleine Fächer, auch ganz praktisch. Hier links und rechts und hier habe ich einen Schnellzugriff auf meine Drohne und das war's. So, jetzt zeige ich euch, warum ich mich für den Tankrucksack hier von SWMotec entschieden habe, gegen den BMW Tankrucksack. Ganz einfach, weil die Praktikabilität so dermaßen hoch ist. Ja, es sieht nicht so besonders retro aus, ich finde, er sieht trotzdem schick aus, aber die Montage und Abmontage ist so dermaßen einfach. Und zwar hier auf dem Motorrad habe ich einen Pro-Tankring montiert. Der macht ein bisschen die Ästhetik von dieser wunderschönen Tankgeschichte ein bisschen kaputt. Aber nicht so schlimm kaputt, denke ich, wie die Praktikabilität, die ich damit habe auf Touren. Und zwar, ich muss das einfach nur hier magnetisch einrasten lassen, drauflegen, zack, und montiert ist das Ganze. Und fertig. Wenn ich es abmontieren möchte, muss ich einfach nur hier vorne diesen roten Riemen, also diese rote Schlaufe ziehen. Zack, ist entrastet und abmontiert. Und das ist einfach unschlagbar. Also das ist so dermaßen bequem zu montieren, abzumontieren. Und ich kann mein Motorrad jetzt waschen. Ich habe keine Sorge, dass jetzt hier wahnsinnig viel Staub und Steine sich drunter sammeln, die dann quasi reiben an dem Motorrad, wie beim Tankriemen es der Fall ist. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und der Lenkeinschlagwinkel ist auch gegeben. Also ich kann wunderbar mein Lenkrad hier wenden und sogar die Handyhalterung stört nicht, also alles super. Mal überlegen.